Hey Leute, willkommen zurück zu unserem Flug hier im Microsoft Flight Simulator 2020 mit dieser Beach Bonanza. Und mit der sind wir gerade unterwegs von der Wasserkuppe einmal mit einem Durchflug durch die Frankfurter Kontrollzone auf dem Weg nach Egelsbach. Und im heutigen Teil werden wir durch die Frankfurter Kontrollzone durchfliegen, erstmal einen schönen Stadtrundflug machen, dann einen Low Approach machen und im Anschluss über den Punkt Sierra Richtung Süden wieder verlassen. Hier unten haben wir jetzt die A66 schön langfahren, lang verlaufen. Und die müsste uns jetzt irgendwie auch bis nach Hanau begleiten ungefähr, beziehungsweise kommt noch die A45, A66 und dann müsste man hinten, von dem sieht man es schon ein bisschen, also hinten ist der Frankfurter Flughafen, echt gute Sicht heute, gutes Wetter, da müsste die Skyline sein, das hat man schon ein bisschen angedeutet, genau, und wir sinken jetzt schon mal ein bisschen und zwar auf 2400 Fuß und machen das Ganze mit Vertical Speed, Nose Down. Machen wir ruhig mal so 700 Fuß pro Minute, nehmen aber mal ein bisschen Gas raus. Also sonst wird der Flieger uns hier zu schnell. Und gucken, dass wir da gut runterkommen. So, wie gesagt, über Hanau werden wir gleich mal die Frequenz aktiv schalten. Können wir eigentlich schon mal machen. Können wir schon mal bei Frankfurt reinhören, ob da was los ist. Und dann werden wir gleich da reinrufen mit Delta Echo Lima Golf Echo über Hanau. Hanau müsste jetzt da vorne das sein. Da unten rechts ist der ETID Flughafen, der alte Militärflughafen von Hanau. Und da seht ihr den Main verlaufen, da die Skyline von Frankfurt. Genau. Lass uns dann aber doch mal die Sinkrate noch etwas erhöhen. Weil über Hanau müssen wir schon die 2500 Fuß haben. Ich hoffe, das war jetzt dann nicht ganz zu knapp. Im Notfall müssen wir einen kleinen Schlenker fliegen, um einfach sicher zu gehen, dass wir da nicht in den Luftraum ohne Freigabe reinbrettern. Wir gucken mal, wie hoch wir sind, wenn wir quer ab vom Hanauer Flughafen sind. Wenn nicht, drehen wir da nochmal kurz nach Norden ab, fliegen einen kleinen Kreis und dann zurück zum Main. Oder einfach einen Vollkreis nach rechts. Genau, gucken wir gleich mal. Weil hinter dem Flug, also wenn wir eigentlich genau über der Stadtbereich von Hanau sind, da vorne ist eigentlich auch dann die Grenze, da müssten wir auch die 2500 Fuß haben. Jetzt haben wir noch 1000 Fuß. Dann geben wir dem Flieger einfach mal ein bisschen mehr nach Nase nach unten. Kleiner Sturzflug. Dann passt das vielleicht auch. Ist halt schade, dass wir die Luftraumgrenzen jetzt nicht in der WIFA-Karte drin haben, aber ihr seht, da sind wir gleich 3000 Fuß. Das passt gut. Und dann über Hanau melden wir uns bei Frankfurt. Und dann geht's gleich rein. Hoffentlich in die Frankfurt-Kontrollzone. Sieht nach nicht so viel Verkehr aus da in Frankfurt, also sollte hier relativ entspannt alles laufen. Ihr hört ja schon, auf der Frequenz ist auch nicht gerade wirklich was los. So, wir haben gleich jetzt die 2500 Fuß, das passt wunderbar. Dann lasst uns schon mal gemütlich auf die 1400 Fuß sinken. Dürfen wir jetzt natürlich nicht vergessen, Gas nachzusetzen, weil wir die Höhe gleich erreicht haben, sonst genau, geht er weiter runter. Und sinken wir jetzt mal gemütlich mit so 500 Fuß pro Minute weiter. Und rufen mal bei Frankfurt rein. Wir werden jetzt noch, eine Sache machen wir noch. Mit dem Heading-Bug drehen wir jetzt mal dem bisschen nach rechts ab. Genau, fliegen nicht mehr über GPS, sondern jetzt über Heading dem Main hinterher. So. Und dann melden wir uns mal bei Frankfurt an. Frankfurt Tower, gute Delta Echo Lima Golf Echo. Delta Echo Lima Golf Echo, Frankfurt Tower, hallo. Delta Echo Lima Golf Echo, Beach Bonanza over at Hanau. Request to enter CTR for city flight along Main River, the after low approach of possible 25 center, and later on leaving to the south via Sierra. Delta Echo Lima Golf Echo, also enter CTR via River Main, QNH 1016 and Squawk 7001. Delta Golf Echo, enter Control Zone via Main River, QNH 1016 and Squawk is 7001. So, er hat uns die Freigabe für den Einflug über den entlang des Mains gegeben. QNH haben wir schon drin, 1016 ist aktuelle QNH. And Delta Golf Echo, please report again the other intentions. Delta Golf Echo, after a city flight, we would like to continue with a low approach runway 25 center and then leaving via Sierra. Delta Golf Echo, Roger, but there's no equipment. Delta Golf Echo, stand by.
So, das müsste eigentlich Sierra sein. Sonst sagen wir einfach to the south. Also laut meinen Karten, die ich hier vorliegen habe, genau, gibt es den Punkt Sierra. Auf jeden Fall sind wir schon mal freigegeben für den Einflug. Genau. Können den Flieger jetzt schon mal ein bisschen langsamer machen. Haben jetzt nämlich auch gleich hier 1400 Fuß. Das heißt, von den Höhen passt alles. Nehmen wir die RPM nochmal ein bisschen zurück. Und damit es jetzt gleich nicht alles zu stressig, zu hektisch wird, machen wir das Ganze mal ein bisschen gemütlicher, ein bisschen Gas raus. Genau, da vorne ist die Skyline, da mit der EZB und die ganzen Bankentower und so weiter. Und werden dann gleich aber mal von Hand weiterfliegen. Delta Golf Echo, leaving Sierra via Sierra is not possible. I can give you Lima if you want. Delta Golf Echo is also possible to leave on heading of runway 18 to the south. Delta Golf Echo, Roger. So, weil das jetzt das geht, weiß ich nicht. Ich habe jetzt einfach mal gefragt, ob wir über Piste 1.8 dann Richtung Süden verlassen können. Dann zeige ich euch später Sierra. Also eigentlich gibt es den Punkt da, keine Ahnung, vielleicht, weiß nicht, wieso der Lotse das jetzt hier jetzt nicht kennt, kann ich euch nicht sagen. Genau, eigentlich müsste es den Punkt geben. So, Geschwindigkeit passt ganz gut. Jetzt gucken wir, was wir so ungefähr uns einpendeln. Das wäre auch so ein Speed, den ihr immer mit der Cessna fliegt. Vielleicht noch ein bisschen langsamer eigentlich, aber genau. Und da vorne schön die Skyline. Habe ich auch eine Freeware-Erweiterung von flightsim.de, dass man die Skyline da schön dargestellt hat. Mega, mega cool. Auf jeden Fall. Alles wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. So. Dann machen wir meinen Autopiloten raus. Machen nochmal den Flight Director aus. Genau. Und fliegen jetzt noch ein bisschen von Hand. Nicht mehr hier mit dem Autopiloten weiter. So. Genau, können wir uns gleich schon mal von der Außenansicht angucken. Wir müssen natürlich gucken, dass wir nicht zu weit sinken und auch gleich einen guten Abstand zu den Gebäuden haben. Da ist nämlich auch so, gibt es auch so ein paar Angaben, die dann einfach Pflicht sind, dass man so gewisse Höhen und seitliche Abstände zu Gebäuden hat. Aber wenn wir jetzt so entlang des Mains fliegen, gleich ein bisschen südlich vom Main bei der EZB, sind wir da auf jeden Fall auf der sicheren Seite und haben da genug Abstand. Delta Golf Echo, sorry, my mistake. You can leave CPR via Sierra after low approach 25 Center. Delta Golf Echo, Roger, vielen Dank. So, okay, dann hat er es wahrscheinlich einfach nicht gewusst, dass Sierra ist. Hat es jetzt gefunden, dann können wir das wie geplant über Sierra machen. Das ist doch wunderbar. And Delta Golf Echo, report when finished with City via flying. Delta Golf Echo, Wilco. Genau, machen wir dann. Sagen ihm Bescheid, wenn wir mit City-Rundflug fertig sind. Sieht auf jeden Fall mega, mega cool jetzt hier aus. Schön der Frankfurter Skyline hier entlang mit der EZB da. Das ist schon echt nice. Und genau, ich glaube, im Standard FS 2020 ist halt leider irgendwie die Skyline von Frankfurt gar nicht mit dabei. Und vielleicht kommt es mit so einem World-Update noch dazu, wenn sie in Deutschland irgendwann arbeiten. Hoffe ich ja, dass da auch irgendwas kommt. Aber wir sind ja da schon jetzt immer an World-Updates und so. Immer verschiedene Länder werden da ja überarbeitet. Und da denke ich mal, Deutschland kommt auch irgendwann dazu. Und ich glaube, standardmäßig ist die Skyline nämlich nicht dabei, aber hier durch diesen Mod ist es halt mega cool, ist sie halt schön dabei. Und dann, genau, kann man halt schön hier langfliegen, mega nice auf jeden Fall. Und es war echt auch mega cool, mit einer 172 hier durch die Frankfurter Kontrollzone zu fliegen, hier an der Skyline entlang, das hat mega Bock gemacht, war mega cool und danach den Low Approach zu fliegen. Genau, und jetzt halt aufgrund von Corona war es damals relativ entspannt möglich und jetzt ist eigentlich der Flugverkehr ja auch noch nicht so krass mehr, wird wahrscheinlich aktuell auch noch sehr entspannt möglich sein. Genau. Hier die ganzen Bankentower da vorne im Bahnhof, da können wir noch gleich so einen Schlenker drum machen und da hinten den Airport, wo wir dann gleich weiterhin fliegen werden. Genau. Werfen nochmal schönen Blick hier auf die Skyline. Schicke Sache auf jeden Fall. Die sieht schon ziemlich nice aus in Frankfurt, muss ich sagen. Ist schon echt schick. So, weil wir können eigentlich auch am Main einfach weiterfliegen und melden dann gleich einfach, dass wir den Stadtrundflug beendet haben. Na jetzt. Und dann kommen wir gleich weiter auf die Set fliegen. So, ich hoffe, die Aufnahme der FS22 hängt gerade ab und zu mal kurz. Ich hoffe, dass ihr die Aufnahme meine Stimme jetzt in einem durchnimmt. Also wir können jetzt gleich melden, dass wir fertig sind mit dem Stadtrundflug. Und dann sollte es weitergehen mit dem Anflug auf die Centerbahn. Machen wir das jetzt direkt mal. Delta Golf Echo, City Flight ist finished. Delta Golf Echo, Roger, join the final runway 25 Center. Delta Golf Echo, joining direct final for runway 25 Center.
So, wir sind jetzt freigegeben für den, dass wir ins Final von der 25 Center fliegen dürfen. Delta Golf Echo, Wind is 135 knots, runway 25 Center, cleared low approach after low approach, release CTR via Sierra. Delta Golf Echo, we cleared low approach 25 Center, the after leaving control zone via Sierra. Dankeschön. So, genau, da links haben wir schön die Commerzbank Arena, hier das Stadion in Frankfurt. Und da fliegen wir jetzt nochmal schön dran vorbei und dann ordnen wir uns schön ein aufs Final. Und genau, von dem Low Approach blende ich euch jetzt auch noch unten ein Video ein. War damals auch ganz cool, als ich in Low Approach geflogen bin. Das ist noch so eine TUI 737 Anflug gewesen, der bin ich dann halt hinterher geflogen. Aber hier haben wir jetzt hier keinen anderen Flieger, das heißt, wir können ganz entspannt einfach weiterfliegen. Ich hoffe mal, dass das Ruckeln sich jetzt gleich mal ein bisschen hier beruhigt hat, wenn er vielleicht ein bisschen die Szenerie da vorne geladen hat und so. Genau. Na, ja, schreibt mir hier Frankfurt Tower direkt, wie heißt dein YouTube-Kanal, weil ich reingeschrieben habe ins, in die Beschreibung von dem Flug, dass ich da, genau, das eine YouTube-Aufnahme ist. So, wir können aber jetzt auch gleich meinen Schub ein bisschen erhöhen. Machen wir den Prop nach vorne, ein bisschen mehr Power, wobei ganz nach vorne müssen wir nicht machen. Müssen wir nicht so langsam fliegen, aber wir können eigentlich doch ein bisschen, noch relativ langsam fliegen, damit das ungefähr passt mit dem von der Cessna damals, von meinem Flug. Können wir aber gleich noch ein bisschen reduzieren, den Flieger. Genau, von Low Approach Gear brauchen wir nicht auszufahren, wir landen ja nicht, setzen ja nicht auf, was auch ziemlich teuer, ich weiß die Preise nicht genau. Also ich weiß die Preise nicht genau, aber ich gehe mal davon aus, es ist ziemlich teuer hier in Frankfurt, mit einem Kleinflugzeug aufzusetzen. So, sieht mega, mega nice aus jetzt hier, der Anflug. Und das war in echt halt auch ein mega Erlebnis, mal diesen riesen Flughafen mit so einem Delta Echo, mit so einem kleinen Flugzeug anzufliegen und so einen tiefen Überflug zu machen. Ach, ich ruckel doch nicht. So, müssen wir ein bisschen runter, wir sind viel zu hoch für den Low Approach. Genau. So schön tief über die Bahn hier fliegen, 25 Center, und dann gehen wir, genau, fliegen wir so richtig die ganze Bahn entlang und hinten drehen wir dann nach links ab Richtung Süden. Drehen wir hinten Richtung Süden ab nach links und verlassen wieder Richtung Süden die Kontrollzone. Genau. So, schön tief. Sieht es auf jeden Fall aus von außen. Ich will jetzt nicht so viel außen an der Kameraansicht rumfummeln, weil ich jetzt hier... Ups, da fährt so ein Fahrzeug auf der Bahn. Was ist das denn hier? Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie... Weil ich muss schon konzentrieren, dass wir den Flieger hier schön über der Bahn halten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Fuß das überboden ist, aber viel ist es auf jeden Fall nicht. So, und dann würde ich sagen, schieben wir wieder Power rein. Und dann, genau, steigen wir langsam wieder raus und verlassen jetzt über Sierra. Das heißt, wir fliegen die Piste 1.8 jetzt ab. Und dann geht es Richtung Süden erstmal geradeaus runter und dann drehen wir dann kommen wir irgendwann auf so eine Autostraße, Bahnstrecke müsste das glaube ich sein, und der fliegen wir hinterher und dann über Babenhausen heißt der Ort glaube ich, oder so steht hier in meinen Karten, muss ich gleich nochmal gucken. So, wir gucken jetzt, dass wir gleich wieder nicht zu hoch steigen, drehen schon mal leicht nach links ab. Genau, dann geht es neben so einer Bahnstrecke dann raus. Auf jeden Fall auch mal cool, hier mal Viva auf Viva zu fliegen. So. Genau, fliegen wir jetzt schön hier Piste 1.8 runter. Müssen gucken, dass wir von der Höhe jetzt gleich aufpassen, haben gleich die 1400 Fuß. Dass wir nicht mehr weiter steigen. Egelsbach müssen wir jetzt auch so links da irgendwo sehen. Wenn wir gleich mal gucken können, wenn wir... dafür kurz die Gelegenheit haben, so wenn ich den Heading Bug jetzt center, das ist ein komischer Center, den nicht richtig. So, machen wir mal Autopilot on. Altitude. Müssen wir mal gucken, huiuiui, nicht, dass wir jetzt drüber steigen. Falsche Taste. Warte, machen. Autopilot off und übernehmen nochmal kurz selber. So, wollte ich jetzt gerade zu viel vom Autopiloten abnehmen lassen, dass wir da entspannt nochmal jetzt hier rausgucken können. Können wir gleich machen. Jetzt gucken wir erstmal, den Flieger wieder auf Kurs bekommen. So ungefähr Südkurs, genau. Immer wieder ein bisschen Power raus.
So, wir haben die Bahn 1.8 verlassen, fliegen jetzt erstmal gerade Richtung Süden und dann vorne über dem Wald. Eieiei, wie fliege ich denn viel zu hoch? Eieiei. So. Schon besser. Mach mal Power raus, mach mal ordentlich Power raus. Jetzt soll mal ruhig langsamer werden, die Bonanza. So, jetzt können wir nochmal Autopilot engage. Und Altitude. So. Jetzt müsste es passen und auf dem Heading. So, und jetzt kommt da vorne, müsste es gleich schon sein. Da hinten seht ihr nämlich die Orte. Wir fliegen jetzt erstmal ein Stückchen über, genau, über Waldgebiet. Und da vorne vor der Waldkante noch, muss gleich hier unter uns was kommen. Also was dann aussieht wie eine Straße. Ich glaube, es ist nämlich sogar, ich erinnere mich, hier bei dem Gebäude gewesen. Und dann drehen wir nämlich gleich nach rechts ab. Genau, hier unten müsste die Straße, da seht ihr die Autos fahren. Und dann, normalerweise wäre daneben jetzt noch eine Bahnstrecke. Das könnte das hier sein. Genau, das ist die Bahnstrecke. Und, Autopilot wieder aus. Der fliegen wir jetzt hinterher. Genau, da geht die Sierra-Route nämlich jetzt weiter. Richtung nicht Babenhausen, sondern Groß-Gerau ist es. Hier vorne der Ort. Das hier ist Groß-Gerau. Und da folgen wir jetzt der Bahnstrecke. Links davon führt die raus, die Route. Und sind dann gleich über Sierra und haben die Kontrollzone verlassen. Das war auch dann doch schon der ganze Spaß, genau, durch Frankfurt durch. So, genau, hier seht ihr die Bahngleise. Das ist halt mega cool mit diesen richtig schönen realen Karten, dass man halt sich so richtig gut hier am Boden an den Sachen orientieren kann und dann richtig nice VFA wirklich fliegen kann. Also, genau, hier haben wir die A67, die Autobahn kreuzen über die Bahngleise. Das sind also echt genau richtig. Jetzt gehen die gleich noch nach links weiter und dann haben wir da vorne so ein Waldstück mit so einem Haus und das Haus dann ist der Punkt Sierra. Und dann sind wir gleich draußen wieder zu Frankfurt. So, so ein bisschen tief, können ruhig wieder ein bisschen mal steigen. Muss noch nicht zu tief hier lang knattern. Ihr seht ja schon, da kommen schon die Strommasten relativ nah, das muss auch nicht sein. Oder was immer das für ein Mast ist. Genau, da ist doch so ein Strommasten sein, da steht auch wieder einer. Und da vorne dieses Waldstück und da ist dieses Haus. Dann melden wir gleich Sierra und dann, dass wir die Frequenz verlassen wollen. Und dann drehen wir nach links ab, Richtung Osten, fliegen über Darmstadt nach Kilo für einen Einflug nach Egelsbach. So, da ist so ein kleiner Tümpel, so ein See und da ist dieses Haus. Und dann können wir eigentlich gleich Sierra melden, haben gleich wieder 1400 Fuß. Genau, sieht man es eigentlich. Sieht man es schlecht, wenn wir in der Innenansicht sind. Genau, da ist das Haus, dann melden wir mal Sierra. Und der Golf Echo over at Sierra at 1300 feet, request to leave frequency. Danke für den Service. Der Golf Echo, Frequency Change Approved, Squawk VFR, Tau. Golf Echo, Frequency Change Approved, Squawking VFR. Danke, tschüss. So. Dann, genau, machen wir mal kurz hier 7000 wieder rein. Als VFA-Squawk, genau, back. Ja Leute, hier sind wir an der Stelle nun auch schon wieder am Ende von dieser Folge angekommen. Im nächsten Teil geht es dann auch nach Egelsbach mit dieser Bonanza. Und damit war es an der Stelle von dieser Folge hier. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall noch bei meinen Social-Media-Kanälen vorbei und joint meinem Discord-Server, falls ihr dort noch nicht beigetreten seid. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein, euer LineGamer1. Ciao.